Guten Morgen, Leute. Ein wonderful day geht los. Wow, die sieht heute schon echt riesig aus, oder? What the fuck? Wo soll das denn jetzt dann hinführen? Ich habe gerade ohne Scheiß zweimal das gleiche falsche Video hochgeladen. Ich bin echt urlaubsreif. Unglaublich. Ja, eigentlich sollte das heute noch kommen und es kommt heute eigentlich noch ein Weekly Vlog, wenn jetzt das der richtige ist. Ja, nee, ist klar. Oh Mann! Okay. Ich habe gerade erst herausgefunden, dass das auch Querformat geht. Oh Gott. Aber halt dann auch wieder nicht alle, ne? Der mit den Wimpern, der Geile, geht nicht Querformat. Krass, der geht auch. Hä? 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 Das ist beschissen. Ich wollte übrigens heute noch irgendwie ein schönes Flatlay oder sowas aus dem pinken Obst machen. Hier hast du einen wunderschönen pinken Pflaumen und diesen Pink Ladies und den Rhabarber. Mache ich das heute noch? Schaffe ich das heute noch? Ich mache mal schnell ein Foto. Wird dann, ich sammle rosa Sachen aus der Wohnung und arrangiere das auf einem Bettlaken und hole die Kamera raus und baue das Stativ auf. Das bin ich. Also irgendwie ist das schon ganz lustig so, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht. So, jetzt habe ich das Bild doch mal auf den Rechner gezogen vom Handy und habe es ein bisschen bearbeitet. So sieht es jetzt aus und so sah es vorher aus. Schon ganz schön geil, aber so viel Arbeit für ein Bild, oh mein Gott, ey, das geht einfach gar nicht. Moin Leute. Na, was macht ihr heute aus Kaffee trinken? Ich gehe gleich auf den Markt. Ja, läuft. Ding näher dran. So. Ich habe drüben am Haus sind übrigens Bauarbeiter am Gerüst. Geil, oder? So am Fenster im Zimmer sitzen, Kaffee trinken und den Bauarbeitern bei der Arbeit zusehen. Da ist noch was. Die Stelle noch da. So ist doch mal. Hallihallo, Hallöchen. Das ist nämlich geiles Karma hier am Fenster. Habe ich Kaffee getrunken und einfach ein bisschen gefilmt. So weirdo ist das gar nicht, oder? Ich mache hier freihändig, das ist total nifty. So was kann man nicht mehr essen. Gut, dass ich mir Rucola. Kann man nicht mehr essen. Wie ist alles nitratverseucht? Auch Bio. Ja, machen wir nicht. Baba! Steffis Weisheiten Teil 2. Aber ist mir egal. Gibt es da auch Weisheiten zu? Zu dem Rhabarber, Steffi? Nee, keine Ahnung. Nee, akut hast du nichts vorbereitet? Nix. Nee, hab ich nichts. Ja, kam jetzt so total spontan vorbei, der Rhabarber. Schön praktisch, Kartoffeln, rohe Würfel. Ja, Mensch, das ist ja... Wie hieß denn nochmal die ich mal geletzt-eatet habe? So eine gelbe war das doch. Wie hieß die nochmal? Keine Ahnung. Hast du das Video etwa nicht gesehen, ja, Steffi? Das ist ja schon 100 Jahre. Ja. Ja, aber gut, als meine Freundin erwarte ich, dass du die auswendig lernst. Gut, statt hier mitnehmen, kannst du mir mal den Rhabarber geben, bitte? Ja.
so andere Vlogger und Blogger, New York, Rio, Tokio, Malediven und Eve so. Festen Fellbrock. Ja, saugut. Schaut mal, Apo Red hat sich jetzt selbstständig gemacht und hat jetzt eine Firma gegründet, die heißt Amper Red. Ich müsste ja schon, aber ich bin auch ein bisschen, ja, irgendwie nicht. Wenn so der Spiegel zum Brillen anprobieren auf Höhe deiner Brüste ist. Okay. Was machen wir? Entdeckung des Bernsteinzimmers. Hier ist es. Und wenn nicht hinter dieser Klappe, dann hinter den anderen zwei. Ist auch eine zerhackte Leiche drin. Oh, oder bitte, so. Nee. Ich schau zu viel Tatort. Ja, im Prinzip ist das ja einfach nur ein Stauraum. Oder ist, guck mal da in die Ecke. Nee, auf mal. Keinen Fall gucke ich in die Ecke, weil das ist top isoliert. Ne? Da mache ich noch einen Schlafzimmer. Dann kannst du Kartoffeln. Nee. Ich finde, eine grandiose Idee hatte. Grandiose Idee hatte. Die Yvonne hat eine grandiose Idee. Ja, danke. Grandioses ja? Zu der grandiosen ja. Idee. Ah, jetzt komm, hör auf. Die zweite. Läuft. Und Action. Oh. Da ist es. Ich sehe schon blinken. Aha. Also, wenn man hier überläuft. Waschmaschinen, Schlauch, explodiert, Leberwurst. Wurst sind Vitamine drin, in Leberwurst, in Schinkenwurst und Erdbeerkäse. Hier ist doch eine Bedienungsanleitung dafür dabei. Ja Mensch, das ist doch nicht eine Montageanleitung. Und schon läuft das. Supi! Diese Heizung, glaube ich. Wieder kein Bernsteinzimmer. Scheiße, nächste. So, ich habe jetzt gerade den zweiten richtigen Weekly-Vlog geschnitten und eigentlich passiert wirklich nicht so krass Interessantes, aber das ist ja halt ein Vlog, da muss ja nicht immer krass was passieren. Ja, ich bin gespannt, wie er euch gefallen hat. Ich freue mich über eure Kommentare, Feedback und eine Bewertung des Videos und dann könnt ihr euch jetzt noch, weil guck mal, da habe ich extra eine Lücke gelassen, da kommt jetzt das Video rein, was ich jetzt gerade aufnehme. Verrückt, oder? Ja, jetzt kommt noch die Nifty Endcard. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann im nächsten Weekly Vlog. Bis dann. Ich habe ja so eine neue Endcard, die blende ich jetzt ein. Klick, klick, klick. Geil, oder?